eigentlich ist es ein sehr spannendes Thema und nämlich geht es genau um das Gegenteil, nämlich sich nicht dauernd in Suppenkoma bewegen zu lassen, sondern eben aktiv zu werden, nicht nur Shopping Mall zu genießen und sich ja bewerben und so weiter zu lassen. Petra Schmidt ist Datenschutzexpertin und vieles andere mehr. Und unter anderem arbeitet sie für Epicenter Works in Wien, ein bisschen aus, weiter nördlich als Wien. Sie erzählt uns jetzt was raus aus der Shopping Mall Democracy. Los jetzt, rein ins Kollektiv, Zukunft ohne Twitter. Ganz herzlichen Dank und begrüßt Petra Schmidt. Hallo. Ja, danke für die Vorstellung. Hier ist die ganz kurze Beschreibung, die ich mal am Anfang geschickt hatte, als ich diesen Vortrag eingereicht habe. Diesen Vortrag habe ich jetzt aber eigentlich mit Fokus auf Twitter gemacht, weil eigentlich Twitter so eine Art Brennglas ist für das, was eigentlich insgesamt Social Media und Big Tech betrifft. Nur durch diese erratischen Dinge, die Herr Musk macht, ist das Ganze halt jetzt so eskaliert, dass es auch mal zu Folgen führte. Also am Anfang noch mehr als jetzt. Und das ist sozusagen das Ende meines Vortrags dann, dass ich da einen Ausblick halte, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Könnt ihr mal die Folien anmachen, bitte? Genau das. Es ist genau. Super, danke. Also, ihr seht es ja schon hier, also raus aus der Shopping Mall Democracy, rein ins Kollektiv, Zukunft ohne Twitter. Ich hatte gerade schon erklärt, warum Twitter. Jetzt würde ich gerne den Begriff Shopping Mall Democracy kurz einführen. Ich komme ursprünglich aus der Kulturwissenschaft, hat er ja gerade auch schon gesagt, eine meiner Fähigkeiten, darin habe ich meinen Magister gemacht. Ich habe mich damals um 2000 mit Stadtentwicklung viel beschäftigt und da ich in Berlin wohne, obwohl ich für Epicenter Works aus Wien arbeite, ist bei uns Stadtentwicklung so eine Sache, die uns wirklich auch ganz knallhart betrifft mit Gentrifizierung und mit dem Umbau der Stadt. Und damals in 2000, wo ich mich damit eben für die Uni noch beschäftigt habe, da gab es dieses wunderbare Buch, die Disneyfizierung der Städte. Und da hat sich Frank Rost damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich mit Städten passiert, wenn sie unter so eine Geschäftslogik kommen. Und eigentlich hat er es damals an einem Times Square festgemacht, wie sehr sich dieser Ort verändert hat, eben unter diesem Diktum, dass da jetzt Geld verdient wird und dass da nicht einfach Öffentlichkeit praktiziert wird. Und dieses Öffentlichkeit praktizieren ist ja was, was total wichtig ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Quattrocento in Florenz diese Agora, wo eben diese Orte sind, wo auch durchaus politische Diskussionen passieren. Und wir haben auch bis heute eben die Öffentlichkeit als einen Ort, wo man sich informell treffen kann, wo eben die Zugangsbeschränkungen relativ low-key sind und wo eben auch eine Gesellschaft und vor allem eine demokratische Gesellschaft sozusagen als Gesellschaft performt. Und was passiert jetzt also mit dieser Gesellschaft, wenn diese Gesellschaft eben nicht mehr performt, sondern wenn diese Zugänge beschränkt sind, wie es eben in einer Shopping Mall der Fall ist? Ich habe damals in diesen ganzen Forschungen gefunden, dass zum Beispiel in Amerika Orte gibt, wo sozusagen Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr möglich ist. Es sei denn, man begibt sich an solche Orte, die eben von privaten Firmen gemanagt werden. Und da hatte man zum Beispiel das Phänomen, dass Rentner sich zu wenig Geld hatten, um dort eben, das war der einzige Ort, wo sie überhaupt Menschen treffen konnten an den Orten, wo sie lebten. Und dann haben sie also ihre Tüten immer gebügelt zu Hause, damit den Leuten nicht auffällt, dass sie dort eigentlich gar nicht zum Einkaufen hingehen, sondern dass sie dort eigentlich hingehen, um sozusagen Öffentlichkeit zu erleben. Und warum haben sie das getan? Weil die Sicherheitsdienste immer peinlich genau darauf geachtet haben, dass eben in dieser Shopping Mall performt wurde, was der Zweck ist, nämlich Geld verdienen und nicht sich treffen, rumhängen und eben vielleicht auch nichts konsumieren. Und das ist sozusagen was man im analogen Leben dann als Chilling-Effekt hat, weil eben diese Shopping Malls ja auch, wenn ihr mal an die Türen schaut, da gibt es dann immer so kleine Zettel, wo AGBs stehen. Und an diesen AGBs wird halt der genaue Verhaltenskodex in der Shopping Mall erklärt. Und wenn man sich dem nicht unterwirft, dann kommt der Sicherheitsdienst und sagt, raus hier, weil eigentlich ist das ja Privatgelände.
Jetzt ist aber das Problem, dass dieses Privatgelände sich ja als Chimäre sozusagen darstellt, weil für uns ist das ja erstmal gar nicht sichtbar. Wir gehen da ja hin und denken, das ist ein öffentlicher Ort, weil da passiert ja Öffentlichkeit, aber das ist ja eben nicht so. Und da passiert eben diese Analogie zu dem, was wir im digitalen Raum erleben. Dass wir eben diese Shopping-Mall-Democracy haben, weil in diesen sozialen Netzwerken ja eine Art von Öffentlichkeit performt wird, wo wir uns treffen können, wo wir uns zusammenschließen können. Aber wir müssen uns halt immer gewahr sein, dass es da halt allgemeine Geschäftsbedingungen gibt und diese Terms of Service halt sehr genau festlegen, was wir tun dürfen und was nicht. Und das ist eben das Problem. Und ich werde das jetzt dann gleich auch noch anwenden auf das Thema soziale Netzwerke. Ich möchte jetzt nur erstmal vorangehen mit 5 möglichen Szenarien, was eben nach Elon Musk jetzt in den Social Networks passiert. Weil ich hatte ja schon angesprochen, mein Thema war eigentlich, dass ich mich mit Big Tech beschäftigt habe, weil das ja eigentlich nicht nur eben Twitter betrifft. Das betrifft natürlich auch Facebook, TikTok, name it. Also das ändert sich ja ungefähr gefühlt alle halbe Jahr gerade. Aber ich werde es jetzt eben mal auf Twitter beziehen, weil Twitter eben so ein Brennglas ist, weil eben das eine Klientel hat, die halt relativ meinungsstark und auch relativ wirkmächtig ist dadurch. Erstes Szenario, was ich mir überlegt habe, was passieren könnte, nachdem das jetzt so zum Thema wurde, ist, alles bleibt, wie es gerade ist. Wie ist es denn gerade? Also junge Leute nutzen Twitter nur, wenn sie in einem bestimmten Feld tätig sind. Also fragt mal eure 13-jährigen Cousinen und so weiter, ob die Twitter nutzen. Die finden das eher langweilig und sagen, Boomer-Scheiß. Das heißt, vom Datenschutz her bleibt die ganze Geschichte auch eine Sache einer kleinen Elite. Weil wenn ich meiner 13-jährigen Cousine erzähle, sie soll bitte bei ihrem Handy nicht dieses und jenes machen, dann sagt sie immer, boah, du bist zu lame. Also das heißt, man muss sich also in diesen von Werbung und Überwachung vergifteten Räumen der Algorithmen und Bots weiterhin bewegen, wenn man überhaupt jemanden erreichen möchte. Also sprich, ich möchte jetzt eine größere Öffentlichkeit generieren, dann ist Twitter leider nach wie vor immer noch ein ziemliches Mittel der Wahl. Das Problem ist, ich habe hier geschrieben, erreichen wird immer mehr eine Frage des Geldes und wie extrem die Inhalte sind. Ich hatte es ja schon angesprochen, die Algorithmen und die Bots. Das heißt, in diesem aktuellen Status Twitter ist es ja so, dass man relativ aufgewühlt wird, um da eben Zeit zu verbringen. Und diese Aufwühlung passiert ja durchaus auch mit der Sichtbarkeit, die man eben durch Geld erreichen kann. Zweitens, es könnte sein, dass Big Tech natürlich jetzt im Grunde im Zuge dieser Diskussion Zugeständnisse macht, weil die Diskussion jetzt natürlich ein politisches Level erreicht hat, was halt ein Level ist, wo eben schon Leute auch sagen, ja, Moment mal, was passiert denn da eigentlich? Das heißt, Big Tech würde dann also geläutert spielen, macht ein paar fadenscheinige Zugeständnisse, TikTok wird in den USA verboten, es wird dann eine neue amerikanische Plattform geben, weil man eben nicht mit China verglichen werden will. Man tut dann so, als würde man die Userinnen ein bisschen mehr respektieren und hält vielleicht dann die eine oder andere Regel zum Datenschutz doch ein. Aber eigentlich bleibt alles beim Alten, nur die Namen ändern sich. Also auch kein Szenario, was man gerne möchte. Dann könnte es natürlich passieren, dass die ganze Sache langweilig wird, weil mittlerweile das Ganze zum sozusagen Kriegsschauplatz der Bots wird. Das heißt, die Bots werden dann zu viele, damit haben die Userinnen immer weniger Spaß und Reichweite. Und Elon Musk macht das, was er eigentlich schon angekündigt hat, dass er eigentlich sozusagen ein amerikanisches Pendant zu dem bereits chinesischen Pendant haben möchte, wo man eben auch bezahlt, wo sozusagen dieser Zweck dieses Seins bei Twitter überhaupt nicht mehr der Meinungsaustausch ist, sondern wo es wirklich nur noch darum geht, dass man das als Bezahlplattform hernimmt und als Shopping Mall eben. Das heißt, dass dann in dem Fall vielleicht auch viele User zweigleisig fahren, weil sie halt eben sagen, okay, ich kann nicht von Twitter weg, ich möchte es aber und deshalb mache ich mir jetzt vielleicht noch bei Mastodon einen Account und dann schaue ich irgendwie so, wie ich damit klarkomme. Ich muss ehrlich sein, ich mache es auch gerade so, weil ich merke, dass ich zwar jetzt irgendwie seit November bei Mastodon 70 Follower habe und mit denen in einen wirklich guten Diskurs gehen kann und das macht mir auch sehr viel mehr Spaß als Twitter, aber ich merke auch, diese Reichweite, die ich jetzt zum Beispiel auf unserem Twitter-Account von Epicenter Works habe, die bekomme ich da einfach nicht. Die Werbeindustrie hat sowieso keinen guten Stand bei freien sozialen Netzwerken, weil im Fediverse das ganz klar ist, dass man das nicht haben möchte. Das heißt, die Werbeindustrie springt auf dieses Pferd auch nicht auf.
Dann haben wir also die Möglichkeit, okay, die Werbeindustrie denkt sich, das könnte ja doch was werden mit diesen freien sozialen Netzwerken. Da sind jetzt ganz viele sogenannte, wie die Werbeindustrie immer sagt, Opinion Leader. Ich muss da doch irgendwie hin und finden dann also eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit könnte also so aussehen, dass sie eben keine Lust mehr hat, sich von Elon Musk erzählen zu lassen, was sie tun muss, also auch von Mark Zuckerberg und so weiter, und baut dann eigene Instanzen auf Mastodon. Wir haben das einfach mal so uns so durchüberlegt, als ich eben so in Nerdkreisen drüber sprach, meine 13-jährige Cousine ihren Instagram-Account nie löschen würde, wie sie sagt. Und dann haben wir uns überlegt, naja gut, aber man könnte jetzt zum Beispiel auch so ein werbegetriebenes Mastodon machen, also eine Instanz zumindest, die eigentlich nicht sehr viel anders ist und damit Leute begeistern, die vielleicht eben nicht so vernördet sind, dass sie jetzt schon bei Mastodon sind. Weil man schon sagen muss, dass viele Leute das als zu kompliziert empfinden. Das kann natürlich aber dann passieren, dass diese werbegetriebenen Instanzen ganz eigene Bubbles sozusagen bilden, weil der Rest von Mastodon natürlich nicht jetzt so wahnsinnig viel Lust drauf hat, von Werbung zugeknallt zu werden und irgendwelche Influencer-Videos zu sehen. Es könnte aber sein, dass dadurch was passiert, nämlich dass Open Source auf einmal irgendwie in ganz neue Kanäle reinkommt. Und das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man eben mal sich ein bisschen öffnen würde, um eben auch Leute zu begeistern, die bisher einfach noch sagen, Datenschutz, auf lange Sicht würde das auf alle Fälle Big Tech Zugeständnisse abfordern, wenn das so käme. So, jetzt habe ich noch den fünften Punkt, das als mögliches Szenario, das Fediverse ist einfach zu kompliziert. Habe ich schon oft gesagt bekommen von meinen Freunden, die keine Nerds sind, oh, hey, du langweilst mit deinen Sachen, weil es einfach so schwierig ist, wenn man einfach nur Lust hat, irgendwie quietschi-quietschi bunt Dinge zu machen. Und man muss es auch anerkennen, dass es Leute gibt, die nicht Lust haben, sich irgendwie mit der Hardware so zu beschäftigen, wie wir das vielleicht tun. Da wäre das mögliche Szenario, die Werbeindustrie steigt zwar ein, aber eben nur ein bisschen. Universitäten und staatliche Akteure beginnen mit Mastodon eine massive Digitalisierungsstrategie mit Fokus auf Datensparsamkeit und Datenschutz. Das ist übrigens ganz interessant. Das wurde letzte Woche von Leonard Dornbusch in der Netzpolitik gefordert. Und ich stimme diesem Artikel zu 100% zu, weil er sagt, okay, eigentlich, wir haben jetzt eine kritische Masse erreicht, die wirklich interessant ist. Und das wird nicht mehr so sein wie bei vorherigen Experimenten, dass dieses Netzwerk sozusagen einen Höhenflug hat und dann ist vorbei, zacki, zacki. Sondern wir sind jetzt eben auf so einer, wir haben eine kritische Masse und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir das sozusagen langsam und stetig implementieren. Und das könnte eben zum Beispiel funktionieren, indem man Usern an den Universitäten, so wie wir früher da unsere E-Mail-Accounts hatten, eben innerhalb einer Mastodon-Instanz eben auch die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen. Und man würde auch die Leute an die Universitäten binden. Das heißt, man könnte also auf einer größeren, breiteren Basis dann anfangen, dieses dezentrale Netzwerk zu schätzen. Und der Diskurs würde sich dann auf lange Sicht auch verändern, weil man natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, ich fahre ja selbst zweigleisig, wenn man jetzt zum Beispiel dann nach einer langen Zeit auf Mastodon, auf Twitter rüberwechselt, dann merkt man erst, oh Gott, das ist wie so ein Keks, wo einfach viel zu viel Zucker drin ist. Das ist dann, man merkt auf einmal, wie man selbst, also ich merke, wie ich selbst einfach schon so diese Twitter-Erregung gewöhnt bin, dass man irgendwie spätestens nach dem dritten Tweet irgendwie schreiben möchte, boah, du hast total Unrecht. Es könnte natürlich auch sein, dass im Zuge dieses Ausrollens innerhalb der Community von Leuten, die sich sowieso schon mit so Dingen beschäftigen, es auch dazu kommt, dass man als Staat einsieht, dass es ein wirtschaftlicher Vorteil ist. So wie bei der DSGVO auch, wo man am Anfang gesagt hat, DSGVO, das ist ja nur kompliziert. Heute sieht man das eigentlich als wirtschaftlichen Vorteil. Ich glaube, dass von diesen fünf möglichen Szenarien wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was von allem wahr ist. Deshalb habe ich sie jetzt auch so lange ausgerollt. Die Hoheit über Narrative bedeutet Macht. Nur ganz kurz, weil ich wenig Zeit habe. Es ist natürlich sehr wichtig. Wir hatten hier auch schon gestern einen Vortrag, der sagte, Revolutionen wurden angezettelt mit sozialen Netzwerken. Ich würde das heute nicht mehr so unterschreiben, weil ich glaube, dass das heute gar nicht mehr möglich ist. Aber auf alle Fälle werden heutzutage Narrative nicht mehr im Fernsehen gemacht. Und diese Narrative sind natürlich
eine Sache, die aktuell eben leider nicht bei den Userinnen liegt, sondern die aktuell darin liegt, was du angezeigt bekommst. Und jetzt bin ich bei der Shopping Mall Democracy im digitalen Raum, weil ich unterschreibe ja mit meinem, dass ich da hingehe zu dieser Shopping Mall, also zu diesem Twitter, Facebook etc., dass ich die AGBs beachte und dass ich auch beachte, was da sozusagen als kulturelle Grenzen und gewünschte Regeln gelten. Das heißt, ich passe mich dem an. Wir hatten letzte Woche das Ding mit der Sperre und daran sieht man schon, wie sehr das ganze Geld getrieben ist. Diese Sperre war so, dass die einen goldenen Haken haben. Dieser goldene Haken bedeutet eigentlich, dass man sozusagen nicht nur verifiziert ist, sondern auch, dass die News, die man verbreitet, verifizierte und sehr, sehr tolle News sind. Ja, und was war passiert? Man hat ihnen trotzdem das Profil gesperrt. Den blauen Haken kann man ja, wie gesagt, einfach kaufen, insofern diese sogenannte Shopping-Mall-Verifizierung ist ja dann auch eigentlich nichts wert, wenn man sie einfach kaufen kann. Und man sieht an diesem Beispiel, dass eben in diesen Räumen die Rechte und Gesetze der Mall performt werden, weil da sagt jemand, hey, das passt mir jetzt nicht, dass ihr hier über diese Handlung so oder so berichtet. Und dann passiert, dass man eben diesen Herrn Ginzel, der Teil eines Reporterkollektivs, hoch angesehen in Deutschland ist, einfach mal für ein paar Stunden sperrt. Diese Sperre, man weiß bis heute nicht, wo sie genau herkam, aber sie haben versucht, sie wieder runterzukriegen, diese Sperre, und es hat aber einfach nicht funktioniert, weil einfach niemand erreichbar war. Das heißt, dass in dieser Shopping Mall Democracy das Geld die Zugänge regelt, weil ihr seht, pro-russische Konten kaufen sich offenbar Twitter-Verifikationen, also der Haken ist nicht nur nichts wert, sondern der Haken wird auch tatsächlich benutzt, beziehungsweise auch die Tatsache, dass ich Bots ins Rennen schicken kann, wird benutzt, um ganz klar Meinung zu machen. Wir sind nach wie vor an dem Punkt, dass es eigentlich illegal ist. Also hier der Ulrich Kelber, unser deutscher Datenschutzbeauftragter, hat letzte Woche mal wieder darauf hingewiesen, dass eigentlich Facebook so in der Art und Weise, wie es benutzt wird, von öffentlichen Behörden nicht benutzt werden darf. Das interessiert aber überhaupt keinen, weil am selben Tag die Stadt Essen nämlich hier weiterhin auf ihr Facebook-Profil verweist und sagt, nee, Leute, hier, da könnt ihr die neuesten News sehen. Und das meine ich mit dem, dass wir eben auch da zu diesem Punkt kommen müssen, dass Behörden und so weiter darauf hingewiesen werden müssen, dass es eine Alternative gibt. Und deshalb möchte ich hier auch am Schluss meines Vortrags Forderungen aufstellen, weil dieses Fediverse ist ja momentan, wie gestern gesagt wurde, in einem Genossenschaftsvortrag ein Ort der Selbstausbeutung. Also er hat es nicht auf das Fediverse bezogen, aber also das Fediverse ist ein ehrenamtlich und von einzelnen Akteuren gemachter Ort, der sozusagen einen öffentlichen Raum schafft, der sonst eben bezahlt werden müsste. Das heißt, es sollte staatliche Unterstützung dafür geben, weil man es eben als Teil einer digitalen Infrastruktur anerkennen sollte und eben in diesem Zuge auch anerkennen sollte, dass es vielleicht einen wirtschaftlichen Vorteil in zweiter Instanz gibt. Und dass wir das Fediverse auf alle Fälle durch Benutzung unterstützen sollen. Weil wenn wir weiterhin in die Mall gehen, dann wird es halt auf lange Sicht keine Umsonstläden mehr geben. Und das ist noch das andere, was vielleicht der Kritikpunkt sein könnte, wenn man sagt, dass man staatliche Unterstützung fordert. Ich habe dann von vielen Leuten irgendwie das Feedback bekommen, naja, es könnte auch sein, dass der Staat dann vielleicht da Zensur ausübt in diesen Netzwerken. Also das heißt, das wäre von vornherein zu verhindern, dass das eben gekoppelt ist an Gelder. So, dann haben wir natürlich das Problem, dass eine Vergrößerung oder eine Professionalisierung von solchen Netzwerken, die bisher hauptsächlich ehrenamtlich gemanagt werden, immer irgendwie disruptiv ist. Das heißt, wir werden viel diskutieren müssen. Und das Ende, ich habe keine Lösung, aber ich will mit euch drüber sprechen. Ja, danke vielmals, auch dass ihr selbst gemerkt habt, dass es ein guter Vortrag war. Wir wollen darüber sprechen. Zum einen hat jemand noch Fragen und zum anderen hat jemand gute Ideen, wie man das vorantreiben kann. Es gibt hier zwei Saalmikros, die Schlangen sind eröffnet. Keine guten Ideen da im Saal. Also, wenn wir jetzt das mal durchdenken,
Und jetzt sagen wir, jeder Fediverse-Instanzbetreiber pro User und Monat einen Euro oder einen Franken oder sowas kriegen würde. Wie würde man das dann sinnvoll umsetzen oder könnte man das überhaupt irgendwie sinnvoll umsetzen? Ich glaube, das Wichtigste wäre eben diese Anerkenntnis, dass es sich hier um digitale Infrastruktur handelt. Das heißt, dass man eben da vielleicht auch einfach Fördertöpfe verteilen könnte, weil also durch diese Vergrößerung des Fediverse natürlich ganz viele Leute, die Instanzen betreiben, momentan einfach ächzen und sagen, es kostet viel Geld, es kostet viel Aufwand. Und Content Moderation ist ja was auch im Fediverse in irgendeiner Form gemacht werden muss, weil man eben nicht haben möchte, dass sich irgendwelche Dinge einschleichen, die man da nicht haben will auf seiner Instanz. Also das ist einfach viel Arbeit. Aber das ist ja, also Content Moderation ist ja genau das, was eigentlich das Teure ist und das, was sich ja auch jetzt insbesondere Twitter anscheinend immer mehr schenken möchte, weil das ja eben ein Kostenpunkt ist und Sparen ist ganz wichtig, weil die 44 Milliarden reichen nicht weit. Ist das nicht ein grundsätzliches Problem? Also, dass wir Gesellschaft nicht über, sagen wir, 200 Leute hinaus skalieren können und weiterhin nett sein können? Nein, das ist halt das grundsätzliche Problem, warum auch im Vortrag stand, rein ins Kollektiv, weil Kollektive haben natürlich ganz andere Probleme als kommerziell gemachte Dinge. Also schau dir einen Club an, einen Club mit 500 Besucherinnen, den kannst du noch irgendwie auf Ehrenamtlichen machen und dann machen auch Barschichten noch Spaß. Aber wenn du 10.000 Leute in deiner Halle hast und da irgendein Event machst, da wird's, wenn man nicht CCC heißt und das einmal im Jahr macht, dann wird's echt schwierig. Und so ähnlich ist das, du hast ja auch gefragt mit den Bots. Und eins der Szenarien, die ich beschrieben habe, war zu viele Bots. Ich frage mich halt, wo geht das hin, wenn wir auf der einen Seite Bots haben, die Meinungen performen, also die ständig dafür sorgen, dass da irgendwas immer wieder als Narrativ wiederholt wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben keine Content Moderation mehr, dann wird das ja ein völlig toxischer Raum. Also noch toxischer, als er ohnehin an vielen Stellen schon ist. Ja, danke vielmals. Ich glaube, du hast eine Frage. Bitte. Vielen Dank auch für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen, wenn ich ehrlich bin, da ich der Einzige bisher bin, darf ich mir vielleicht erlauben. Die erste Frage ist, du hast ja selbst erwähnt, wie reichweitenstark und wie meinungsstark Twitter gewesen ist oder vielleicht auch immer noch ist. Im Vergleich zu anderen Plattformen wie Facebook ist ja Twitter sehr, sehr klein. Der Grund, also warum Twitter so reichweitenstark ist, ist vielleicht nicht unbedingt die Größe, ein paar hundert Millionen versus Facebook, ich glaube 3 Milliarden oder sowas, sondern wer auf Twitter ist. Und für mich die Frage ist, wer sind die Leute, die Personengruppen, die wir ins Fediverse holen müssen, um das Fediverse ähnlich einflussreich zu machen? Und zweite Frage, welche Rolle können wir als Zivilgesellschaft dabei spielen, das möglich zu machen, wenn die nicht von alleine kommen? Also vielen Dank für die Frage. Also erstens mal wir. Also deshalb ist dieser Vortrag überschrieben im Intro mit Wir sind alle Elon, weil wir performen. Wir sind diejenigen, die auf Twitter sind. Und ich sehe das natürlich bei ganz vielen Leuten, denn ich sage, jetzt geh doch endlich weg von diesem Twitter. Wir sind doch alle bei Mastodon. Es gibt die Birdify, du kannst deinen Account umziehen. Ich schreibe sogar teilweise Leuten, denen ich bei Twitter folge, weil ich ihre Meinung oder ihr Wissen mag, ob sie nicht bei Mastodon zu finden sind und sie sagen, nee, habe ich nicht die Zeit dazu, ist zu kompliziert und es hat noch nicht diesen Tipping Point gegeben. Ich glaube, das ist das, was ich meinte mit, wir sind auch selbst gefragt, dass wir sozusagen als Teil dieser Opinion Leading Group in der Zivilgesellschaft jetzt die Leute anpingen und sagen, hey, nee, ich will dich nicht mehr auf Twitter, ich will dich hier auf Mastodon. Und ich glaube, das ist wie bei vielen Technologien, als am Anfang die Leute die ersten Smartphones hatten, haben die anderen gesagt, das ist völlig irre, das wird keiner nehmen, das Ding ist viel zu kompliziert, ja, wer hat recht? Und ich glaube, wir müssen da einfach, das ist jetzt eine ganz interessante Zeit, weil je irrer sich Elon Musk aufführt, desto einfacher wird das für uns. Und deine zweite Frage, Entschuldigung. Ja, wer sollte das sein? Also außer die Zivilgesellschaft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir alleine ausreichen als Pull-Faktor. Deshalb sage ich staatliche Instanzen, weil Shopping Mall ist dann wirkmächtig, wenn sie zum Beispiel der einzige Ort ist, wo du zum Amt kommst. Also in Berlin-Friedrichshain ist es so, wenn du in die VHS gehst oder wenn du zu einem Bezirksamt möchtest, musst du durch die Mall.
Und ich finde, solche Konstruktionen gehen nicht, weil wenn ich AGBs habe und eine Moll gleichzeitig habe, dann habe ich unterschiedliche Rechtsnormen, die sich da vermischen und die aber dann einfach allgemeingültige Rechtsnormen in Frage stellen auf Dauer. Und ich glaube, dass es eigentlich ein guter Move wäre, jetzt wo wir wirklich total im Argen sitzen in Deutschland mit der Digitalisierung, schaut man sich nur an, wie viel Softwarelizenzen an Microsoft bezahlt werden für Dinge, die an Schulen gemacht werden. Wir verhökern gerade die Daten der Kinder. Und wir sollten genau an diesem Punkt auch diese Forderung an die Politik stellen und sagen, nein, hört auf damit, es gibt jetzt eine Alternative. Weil bisher habe ich immer gehört, ja, es ist ja keine Alternative da. Aber wir können jetzt darüber reden, dass es eine gibt und wir sind Teil dieser Alternative und zwar nicht der AfD. Ja, also es hat mich jetzt gerade kurz daran erinnert, dass wir aktuell die Diskussion haben, ob, wenn du über den Bahnhof benutzen willst, die SBB den Zug betreiben, ob du dann durch die Shopping Mall und dich biometrisch vermessen lassen musst. Wir hoffen, dass das mal nicht so ist. Ja, nächste Frage. Ihr habt gewechselt, oder bist du nicht mit dran? Ach so, Entschuldigung, ich habe dich nicht gefragt. Okay. Ich habe eine Frage zu einer Einschätzung und ich wollte fragen, ob diese richtig ist und dann vielleicht, wenn sie richtig ist, die Gedanken dazu. Mein Verständnis ist, dass auf Twitter oder Facebook sehr viele Leute sind und bleiben, weil all meine Freunde sind da sozusagen. Und dass es technisch gesehen nicht ein Problem wäre, zu sagen, alle meine Freunde irgendwie durch ein Tool zu importieren. Das hat ja Facebook auch mit MySpace gemacht, hat danach aber legale oder Regulatorin aufgezogen, dass man das jetzt nicht mehr darf, DMCA in den USA. Also erstmal ist die Frage, stimmt das, dass quasi der Grund legal ist, wieso dass so viele Leute und ihre Freunde sozusagen auf Twitter, Facebook gefangen sind, wenn man das so formulieren möchte. Und das Zweite, ob es eine Angriffs- oder Verteidigungsmöglichkeit gegen das wäre, zu sagen, wir schaffen eine legale Sicherheit, dass wenn ich so ein Tool machen würde, dass man dann mich nicht belangen könnte. Also dass man sagt, du darfst ein Tool schreiben, das deine Facebook-Freunde oder Facebook-Posts jede Stunde synchronisiert oder sowas. Ich glaube, das ist dann schon die professionellere Seite. Also ich glaube, in erster Instanz gilt es, die Trägheit der Freunde zu überlisten. Also ich habe diese Diskussion immer mit WhatsApp, weil ich kein WhatsApp habe, weil ich kein WhatsApp möchte und weil ich dadurch durchaus für manche Leute nicht erreichbar war. Ich sage, gut, dann schreib mir eine SMS. Aber irgendwie müssen wir doch eine Kommunikation ohne diesen Kram hinbekommen. Und jetzt kann ich denen immer schön Signal auf ihre Handys packen. Und sie sind auch nicht dagegen, weil wir haben so eine kritische Masse. Zum Beispiel am Sonntag ein Freund in Portugal das installiert, dann sagt er, boah, der und der ist ja da auch schon, das ist ja mein ganzes Telefonbuch. Und da siehst du, dass das eigentliche Problem ist, es ist nicht, dass wir kriegen es technisch irgendwie gelöst und wenn es illegal ist, ist doch Wumpe. Es geht darum, dass es einfach erstmal darum geht, jetzt zu sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit. Also klar, das ist auch ein erster Schritt, dass es überhaupt jemand eine Alternative hätte wie Mastodon. Also, ja. Ja, noch eine kurze letzte Frage, weil dann ist unsere Zeit um, obwohl, hey, ich habe mich sehr gefreut, dass es da so diese intensive Diskussion gab. Ja, bitte. Ich wollte nur sagen, dass ich mich natürlich sehr freue über die Forderung der staatlichen Förderung, weil eine Mastodon-Instanz zu betreiben ist tatsächlich relativ aufwendig. Übrigens viel aufwendiger als einen Matrix-Server zu betreiben. Die sind deutlich wartungsärmer. Weil so eine Förderung, wenn sie gezielt in die Breite geht, dann wird sie auch sicherlich sinnvoll sein, weil es gibt jetzt schon Akteure, wie zum Beispiel den Browserhersteller Vivaldi, der ein eigenes Mastodon-Netz aufgebaut hat oder aufbauen will. Das heißt, wer den Vivaldi-Browser installiert und ein Konto bei Vivaldi eröffnet, kriegt automatisch einen Mastodon-Account bei denen. Und ich gehe mal davon aus, dass Google da nicht mehr lange warten wird. Und dann ist ruckzuck ein Mastodon-Account für jeden sozusagen nur noch einen Klick entfernt. Und dann haben wir zwar Mastodon, aber letztendlich doch wieder die Situation wie vorher, weil alle nämlich dann bei den großen Playern sind und nicht mehr bei den vielen kleinen dezentralen Instanzen. Also danke für deinen Beitrag oder die Frage. Du hast mich auch gestern mit deinem Vortrag inspiriert, weil du ja über die Genossenschaften gesprochen hast. Ich finde das absolut richtig, also und auch die Warnung, dass eben, wenn da Google einsteigt, ja, das hilft uns gar nichts, wenn dann irgendwie dein Mastodon-Account bei Google liegt. Aber
ich musste nicht zu Google. Und das ist halt das Schöne daran. Ich habe da sehr viel mehr Freiheit. Ich bin nicht in diesem Vogelkäfig gefangen wie eben bei Twitter. Und ich finde, es ist schon mal der erste Schritt. Also wir sind far from being perfect. Aber ich finde, es ist einfach wichtig und gut, dass wir sagen können, nö, bis hierher und nicht weiter. Und damit fängt eigentlich das schon mal an, dass dieser toxische Raum ein bisschen wenig toxischer wird. Ich denke, das war ein super Schlusswort. Danke als Petra Schmidt.